Ist man ein billiger Gast an Bord, wenn man einfach nach einem Glas Wasser fragt, wenn kein Service ist, also einfach den Call-Button benutzt? Da habe ich einen Artikel gefunden, den fand ich dann lustig und wollte den zum Anlass nehmen, das heute mal mit euch unter anderem zu besprechen. Weiter geht's, die Frachtraten an den Flughäfen gehen runter, aber die Passagierzahlen gehen hoch. Also es ist wieder wie vor Covid. Dann in Amerika haben wir eine News bei den Ultra-Low-Cost-Carriern. Naja, JetBlue ist jetzt nicht wirklich ultra-ultra-low-cost in meinen Augen, wenn man sich die Kabinen und vor allem auch die Preise anguckt. Aber Spirit ist auf jeden Fall einer. Die werden von JetBlue geschluckt anstatt Frontier. Frontier geht quasi leer aus. Dann haben wir noch ein Thema, und zwar Crews warten genauso lange am Telefonservice, wie wir das als Passagier warten. Das ist jetzt nicht unbedingt eine gute Nachricht, aber vielleicht ist das Leiden damit für den einen oder anderen gelindert. Und wir haben noch eine Kreditkarte, die wir uns anschauen wollen. Das ist die Eurowings Gold Kreditkarte. Eine Visa. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Ihr wisst ja, abonnieren und so weiter. Lasst uns ins erste Thema direkt einsteigen. Das Statistische Bundesamt hat die Zahlen veröffentlicht und die Zahlen zeigen einen ganz klaren Trend. Mehr Passagiere und die Luftfracht wird ganz klar an deutschen Flughäfen weniger. Das erste Halbjahr, was sich aus dem Corona-Tief hochgearbeitet hat, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist ganz klar. Denn wenn man sich das Niveau von vor der Pandemie anschaut, dann erreichten die Fluggastzahlen natürlich jetzt nicht die Zahlen, die wir vorher hatten. Aber sie sind nicht weit weg von entfernt. Wenn man sich das mal anguckt, der Rekord am Frankfurter Flughafen, ich sage es immer wieder, 214.000, paar kaputte, jetzt waren es über 180.000. Also ganz weit weg ist man nicht. Demnach wurden im Januar bis zum Juni, also das ist der Zeitraum, das erste Halbjahr, 64,4 Millionen Passagiere gezählt. Das ist viermal so viel wie während der Beschränkung während Covid. Wenn man dagegen natürlich das Vorkrisenniveau sich anschaut, dann ist das ein Minus von mehr als einem Drittel. Im vergangenen Juni starteten und landeten 16,3 Millionen Fluggäste auf den 23 größten Verkehrsflughäfen in Deutschland. 23 größte, naja, wenn man sogar kommt, ne? Das war ein Anstieg gegenüber den Vorjahresmonat um 215,1%. Logischerweise vor Covid wird immer wieder nicht erreicht. Und natürlich die Sperrung des Luftraums wegen des Ukraine-Krieges und Corona in China ist der Luftverkehr da ganz klar auch belastet. Die in Deutschland abgefertigte Menge einschließlich der Luftpost, wenn man also von Cargo ausgeht, ist um 3,4% auf 2,5 Tonnen gesunken dann logischerweise. Der Vorkrisenwert wurde dennoch um 7,6% übertroffen. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt mit dem Frankfurter Flughafen, der ja auch keine Fracht abfertigen möchte mehr. Zumindest eine gewisse Zeit lang, bis man genug Loadies hat. Wer in den USA fliegt, kennt vielleicht diese gelb-schwarzen Flugzeuge von Spirit. Sieht aus wie so ein Taxi, fühlt sich an ein Taxi, was zu klein, zu eng, aber auch irgendwie nicht hübsch ist. Und da gibt es JetBlue. JetBlue, eine Firma, in der man nachsagt, die besseren Service bietet als alle anderen Fluggesellschaften, sind auch irgendwie vom Produkt her nicht vergleichbar, wenn man sich das anguckt. Platz, Seat Pitch, Service, also komplett. Aber was die beiden verbindet, ist halt, dass sie eine 320er-Flotte haben und ihre Derivate. Jetzt ist es so, JetBlue Airways Corporation und Spirit Airlines haben gestern bekannt gegeben, dass ihre beiden Supervisory Boards oder wie heißt das so schön, das Management, einem definitiven Zusammenschluss zugestimmt haben. JetBlue wird dann für $33,5 pro Aktie und dann nochmal so eine kleine Vorauszahlung von $2,5 pro Aktie bezahlen. Und damit ist das ganze Thema bei einem Wert von 3,8 Billionen und Milliarden, bei uns ist es ja Milliarden, in den USA ist es Billionen. 7,6 Milliarden haben die beiden Buden dann zusammen. Was dann noch spannender ist, ist einfach Folgendes, wenn man sich mal anguckt, an welche Stelle man dann kommt,
Man kommt damit ja direkt an die Stelle hinter die großen drei. Man wird damit die viertgrößte Fluggesellschaft. Ich persönlich finde JetBlue nicht schlecht. Man kann jetzt einfach mal gucken, die haben zusammen 77 Millionen Kunden. Man bringt dann nochmal die JetBlue Experience, also quasi diese Erfahrung, die man hat bei JetBlue. Und ich finde sie nicht schlecht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr seht ja auch teilweise, dass ich mit so T-Shirts von JetBlue rumlaufe, dass man da halt das auch auf die Spirit-Flugzeuge bringt. Das heißt, Sitze werden ausgebaut, hört. Und dann guckt man natürlich, was passiert mit dem Gross, was da auch mal so eine Zahl ist. Das heißt also, JetBlue will organisch wachsen auf 1700 plus x Flüge täglich zu 125 Destinationen in 30 Ländern. Und das ist, wenn man sich die Flugpläne anguckt, Dezember 2022. Die JetBlue Hubs sind zusammen Fort Lauderdale, Orlando, San Juan und Los Angeles. Die Big Four, das sind ja halt die Fluggesellschaften, die ich eben nannte, Las Vegas, Dallas, Houston, Chicago, Detroit, Atlanta und Miami. Und damit hat man 458 Flugzeuge. Das ist ein Riesenthema. Und man hat 300 Flugzeuge, die noch fuel-effizient, also das heißt die Neos von Airbus auf der Agenda. Und das ist also richtig, richtig cool. Aber man muss halt einfach noch abwarten, inwieweit das Ganze dann genehmigt wird von den Kartellbehörden. Und ich hatte ja auch von meiner Erfahrung in Los Angeles berichtet, wo wir im Hyatt am Flughafen waren, im Regency. Und da war ein Crewmitglied von der Spirit und der war gar nicht happy, dass er von der JetBlue übernommen wird, weil er sagte, bei der JetBlue ist es eine klare Übernahme, bei Frontier wäre es quasi, dass man auf selber Augenhöhe ist. Da bin ich mal gespannt, wie die Synergien da kommen. Ich bin mal gespannt, wie ihr auch das Thema findet, weil es mal etwas ist, was jetzt nicht unbedingt aus deutscher oder aus europäischer Sicht vielleicht für den einen oder anderen spannend ist. Aber es wird spannend, wenn JetBlue vielleicht mal nicht nur nach England fliegt, sondern auch nach Deutschland fliegt mit ihren LRs und wenn sie auch bekommen, XLRs. Dann habe ich eine Zeitung gelesen in England und zwar Passagiere, die auf deinem Flug nach Wasser fragen, werden als billig und auch als eigensinnig oder aber auch selbstsüchtig, egoistisch vielleicht betrachtet. Und wenn man das nächste Mal das Wasser an Bord für sich bekommen möchte, dann denkt man mal, vielleicht soll ich es nicht bestellen, weil man wird dann vom Personal so betituliert. Man weiß es nicht. Und ihr kennt ja alle die Situation, der Service ist durch, ist ein langer Flug, ihr klingelt und sagt, kann ich Wasser haben? Und dann kommt dann halt eine Flugbegleiterin, die man, wo man das Gefühl hat, die hat gerade keinen Bock. Das ist manchmal so, aber trotzdem, ihr bezahlt dafür. Und deshalb machen viele, ich mache das übrigens auch, aber ich mache das an Bord. Teilweise entweder lasse ich mir eine Flasche Wasser geben, ist halt einfach so, oder ich fülle eine mitgebrachte Flasche auf. Wobei ich ehrlicherweise zugebe, dieses mitgebrachte Flasche, also so eine Thermo, hätte ich fast gesagt, habe ich gar nicht hier, da reinzutun. Ich vergesse die leider zu oft, check die ein und dann ist die weg. Hatte die in den USA aber auf dem Flug mit dabei. Naja, auf jeden Fall ist es halt so, ihr kennt ja alle Reddit und da hat eine Flugbegleiterin halt über ihre größten Probleme berichtet mit Passagieren und das ist halt einfach so, wenn sie einfach fragen, ob man die Flasche mit Wasser füllen kann. Also falle ich auch in die Kategorie Cheapo, auch wenn das in der First oder Business Class passiert. Ist halt so. Und es ist halt sehr, sehr üblich, sagen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, dass diese das machen, die Passagiere. Also das sind wir, diese das machen. Das sind wir Passagiere. Und die sagen, das wäre halt wirklich billig und egoistisch. Ich persönlich kann das jetzt eigentlich nicht so betrachten, weil ich finde das eigentlich, wenn man das Wasser abfüllt in die Flasche, dass das eventuell die Arbeit von denen erleichtert, weil man nicht halt für diese kleinen Nuckelgläschen, Plastikdinger da so lange warten muss und immer wieder klingeln muss, aber auch umweltschonender ist. Naja, auf jeden Fall gucken wir einfach uns das Ganze mal an und sie sagen, sie haben halt das Problem, dass es nicht genug Wasser gibt. Ja gut, das ist natürlich so. Wir erinnern uns bei der Lufthansa, als man ja das Wasser weggespart hatte und dann sagen die natürlich, ja, ich kann eine Tasse geben oder sonst was, aber eigentlich auch nicht wirklich. Und das ist halt das Problem. Ich finde,
Ich finde es schwierig, weil das sind ja halt diese kleinen Flaschen. Soll man das kaufen? Und wenn man überlegt, dass man da so ein Glas oder irgendwas auffüllt, was größer ist, ist das asozial? Ich weiß es jetzt nicht. Und ich fand es halt sehr, sehr bemerkenswert, dass man das als so empfindet. Denn vor allem sagen die Fluggesellschaften doch selber, man soll gucken, dass man nicht dehydriert, dass man die Flüssigkeiten genug zu sich nimmt, damit man keine Probleme bekommt, aber auch kein Problemfall wird. Auch hier unten die Kommentarfunktion benutzen. Wenn ihr eine Kreditkarte sucht, da gibt es natürlich auch Problemfälle. Aber es gibt ja jetzt bei Lufthansa genug Kreditkarten. Und da ist mir wieder die Eurowings Boomerang Club über den Weg gelaufen. Warum? Weil es ja das Miles & More Treueprogramm ersetzt. Also Boomerang wird durchersetzt. So ist es richtig. War aber auch nur, um eure Aufmerksamkeit zu testen. Dann gibt es für die Eurowings-Kreditkarte bei Neuanträgen im Moment einen Willkommensbonus von 1.500 Miles & More Premium-Meilen. Darüber hinaus gibt es bei der Kreditkarte Gold viele, viele Vorteile. Also einmal der Willkommensbonus bei 69 Euro von 1.500 Punkten, das ist ja schon mal okay, ne? Aber da müsst ihr halt in den ersten 6 Wochen Erhalt mindestens einmal einsetzen, die Karte. Die Meilen werden dann nach 2 Monaten ungefähr gutgeschrieben. Das Sammeln mit der Kreditkarte ist natürlich genauso wie bei der Lufthansa Miles & More Kreditkarte, ist für 2 Euro Umsatz 1 Meile. Und was man auch noch als Vorteil hat, ist, man hat keinen Meilenverfall. Das wird halt wirklich gestoppt. Dann Priority Check-in mit Eurowings, auch im Basic- und im Smart-Tarif. Security Fastlane an 22 Flughäfen. Ich zähle mal ein paar auf. Amsterdam, Barcelona, Nürnberg, München, aber nur Terminal 1. Mailand, Manchester, Stansted, Paris, Wien. Also einige Flughäfen sind das. Dann 2 Monate zinsloses Zahlungsziel. Kontaktlos bezahlen. Gut, ich weiß nicht, ob man das heute erwähnen muss. Das ist ja eigentlich üblich, dass man das macht und bis zu einem Betrag von 50 Euro mit der Visa ohne PIN bezahlen, bei der Mastercard 25 Euro ohne PIN und natürlich für günstigster Loungezugang mit Priority Pass, Goldkarten in erhalten, einen Rabatt auf Priority Pass Mitgliedschaften. Dann gibt es noch eine 5-Star-Status-Geschichte bei Herz, die man bekommen kann. Ob die jetzt ein Value hat, ich ehrlicherweise sehe es nicht so. Das ist einfach nur, dass du ohne und also dass du zum Counter da den Fast-Track nehmen kannst. Also, und dreifache Meilen und exklusives Avis-Angebot. Das ist halt einfach so, dass man diese Vorteile auch übrigens nur bekommt, wenn man auf eurowings.com bucht. Jahresgebühr, Endeffekt, was soll man dazu sagen? Eigentlich gar nichts mehr. Ich finde die Karte einfach interessant für jemanden, der mit Eurowings fliegt, dass man halt den Fast-Track benutzen kann, wer keinen Status hat. Auch hier wieder das an dieser Stelle der Hinweis, wer eine amerikanische Kreditkarte haben will, um endlich mal wirklich mit den Punkten zu knallen, damit ihr was habt, wo ihr auch sagt, hey, damit kann ich was werden, kann ich nur empfehlen in meinen Augen. Warum? Ganz einfach, weil wir mit den amerikanischen Kreditkarten so viele Punkte, so viel Status machen wie noch nie. Also wir haben dieses Jahr angefangen damit und wir haben auch einige Kunden, die also wirklich mehr Meilen sammeln als ich und das ist schwierig. Insofern bitte ich euch einfach, wenn ihr da Interesse daran habt, einen Termin mit uns zu vereinbaren und dann können wir darüber reden. Wo wir auch drüber reden müssen, ist das Problem, was sich ja uns dargestellt hat, als bei Lufthansa dieser Service-Meltdown war. Was war passiert? Und zwar ist es ja so gewesen, es war Streik. Und dann hättet ihr mal versuchen sollen, jemanden bei der Lufthansa zu erreichen, obwohl die Callcenter etwas mehr Personal hatten, war es trotzdem landunter. Und wer halt anruft, und ich habe einige Leute gesehen, die sich wirklich darüber beschwert haben. Ich habe mal ein Bild gesehen, bei United war das zum Beispiel 7 Stunden in der Warteschlange. Ich selber habe Gott sei Dank das Glück gehabt, bis jetzt selbst für Kunden, wenn ich angerufen habe, da nicht so lange Wartezeiten zu haben, auch nicht 1 Stunde oder sowas. Wir nutzen auch zum Beispiel teilweise Chats. Bei AirBaltic zum Beispiel gibt es einen geilen WhatsApp-Chat. Finnair hat einen WhatsApp-Chat. Geht wunderbar. E-Mails geht auch, außer bei Lufthansa, wo drin steht, ja, tut uns leid, sie versuchen alles, aber sie wissen, dass sie dem Anspruch nicht gerecht werden können. Also steht mittlerweile in der E-Mail drin, ist allerdings natürlich in meinen Augen, ja, Folklore, weil normalerweise ist doch so bei der Bundeswehr Mangel erkannt, Mangel beseitigt und das wird hier nicht getan. Jetzt ist es so, dass die Flugbegleiter bei United Airlines dasselbe Problem haben. Wenn die also anrufen wegen ihrem Flugplan, wegen Hotel, wegen
irgendwelchen Limousinenabholungen nicht funktionieren, weil Crews werden ja auch, wenn sie irgendwo sind, von der Limousine abgeholt. Limousine ist jetzt keine Stretch-Limo oder sowas, sondern ist ein Bus. Ne? Zum Beispiel bei Emirates bin ich auch öfters mit dem Crewbus mitgefahren. Das ist halt ein Riesenbus, der einen dann ins Hotel bringt. Und wenn irgendwelche Probleme waren, dann hat man einfach angerufen bei Operations, hat gesagt, hey, das ist das Problem, kümmert das, fix das bitte. Und jetzt ist es halt so, dass bei den Flugbegleiterinnen bei United Airlines genau dasselbe Problem ist. Die haben auch Wartezeiten. Und das haben die Gewerkschaften halt jetzt als Thema entdeckt. Und ich finde einfach, dass das Management da natürlich auch gucken muss, weil warum sagen die Flugbegleiter, da gehe ich wieder auf das Thema, was ich eben hatte, wir sind Cheapos. Wenn die Fluggesellschaft die halt schlecht behandelt, dann werden wir auch schlecht behandelt. So einfach ist das. Man tritt ja immer weiter nach unten. Wenn von oben getreten wird auf die Flugbegleiter, treten die uns. So, ne? Ja, die heutige Folge Frequent Traveler TV Takeoff. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, kommentiert, lasst ein Like da und kommt zum Stammtisch. Frankfurt, München am 12.8., 13.8. Frankfurt und Stockholm kristallisiert sich gerade ein Datum und Helsinki auch ein Datum. Das sollte der 19. August sein. Also insofern, wer nach Helsinki kommen will, ist ein Freitag, lohnt sich immer. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff und bei Sorgen ist Nöten. Kommentieren oder mir schreiben auf WhatsApp. Also bis dann und ich freue mich übrigens, wenn ihr einen Call haben wollt bezüglich Kreditkarte oder eine Statuskarte oder wenn ihr überhaupt irgendwie Fragen zu mehr Meilen, mehr Punkten Status habt. Also bis dann, ciao.